Heilpflanzen, die sich positiv auf Konzentration und Gedächtnis auswirken, gibt es eine ganze Menge. Man muss da vorher vielleicht ein bisschen vorgreifen und sagen, warum kommt man in diese Situation? Wie hoch ist auch quasi der Grad der Angst? Angst ist etwas, das wir seit Jahrhunderten kennen, das lebensrettend ist für die Menschheit, weil früher kam der große wilde Bär und hat uns Angst eingeflößt und dadurch sind wir davongelaufen. Heute haben wir Angst und das Problem, das wir heute sehen, ist, dass viele Menschen aus dieser Angstspirale nicht mehr herauskommen, was dann in weiterer Folge zu Depressionen führen kann, was zu allem Möglichen führen kann, bis hin zu Burnout. Und da muss man ansetzen, dass man sagt, was ist da die richtige Medikation für welche Lebensgegebenheit. Ich sage ein Beispiel, die Mutter weiß, in 2 Wochen heiratet ihre Tochter und sie ist hochgradig nervös. Das ist natürlich eine Situation, wo man punktuell schon was machen kann, um dieser Angst vorzubeugen. Und da würde ich auch nicht unbedingt 2 Wochen vorher schon beginnen, sondern dann sagen, wenn die Angst groß wird, einfach was nehmen, ob das jetzt eine Rosenwurz ist zum Beispiel oder was hochgradig Beruhigendes, angefangen vom Baldrian bis hin zu Stoffen, die wir aus althergebrachten Traditionen wie das Bagyrik kennen. Da gibt es eine ganze Menge, die einfach sehr, sehr stark angstminimierend wirken. Naja, ein Klassiker fürs Lernen, wenn man wirklich sagt, ich habe in, keine Ahnung, 6 Wochen eine Riesenprüfung, ich erinnere mich gut, wie das war, wo jede Minute zählt, ist ein Klassiker zum Beispiel Ginkgo. Oder auch die Rosenwurz, die das Hirn mit mehr Sauerstoff versorgt. Wichtig finde ich aber auch, gerade in so Lernsituationen, wo man ja ein Ziel vor Augen hat, das jetzt, wie gesagt, zum Beispiel in 6 Wochen ist, ist wichtig, Rituale einzuführen. Rituale, die es einem ermöglichen, diese unglaublich intensive Phase positiv zu überstehen und zu einem positiven Ende zu bringen. Und das sind ganz oft Rituale, die mit Pflanzenheilkunde gar nichts zu tun haben, sondern die Dinge sind wie Meditation, wie Yoga, dass ich ein Duftöl mit ätherischen Ölen mir ins Lamperl gebe und sage, und dadurch bin ich leistungsfähiger. Das bringt oft wahnsinnig viel, weil es einfach die Psyche stärkt und bestärkt und einem das Gefühl gibt, ich schaffe das. Wenn es jetzt bei so Prüfungen zum Beispiel nicht nur um psychische, sondern wirklich auch um physische Beschwerdebilder geht, dass man durch das ewige gleiche Sitzen Verspannungen bekommt, finde ich wieder auch ganz groß. Also mir hilft wirklich so Yoga-Übungen, dann mache ich halt den Sonnengruß 5-mal. Ich finde, das ist unglaublich erleichternd. Und was da auch ganz wunderbar hilft, sind wirklich ätherische Ölmischungen, die ich auch in so Roll-On-Fläschchen machen kann und wo ich mir die hier auf der Stirn oder auch im Nacken. Und da ist klassisch Pfefferminz, Kampfer, Rosmarin, diese Mischungen, ja, die ja interessanterweise auch sehr gut wirken, wenn ich es auf die Fußsohlen aufstreiche. Wenn jetzt die Symptomatik auch den Magen ergreift, was ja bei ganz vielen Menschen der Fall ist, dass es schlägt sich auf den Magen, dieses Sprichwort, gibt es natürlich auch allerhand, was man machen kann, von einem ganz klassischen Rezeptur des Käsebubble-Tees zum Beispiel bis hin zur Heilerde. Ich würde sehr davon abraten, Magensäureblocker zu nehmen. Es gibt diese Medikamente, die kennt heutzutage jeder, wenn er ein Voltaren bekommt, nimmt einen Magensäureblocker dazu, damit einfach die Produktion der Magensäure unterbunden wird. Das halte ich in dem Fall für völlig falsch. Es geht ja wirklich darum, auch diese Magenbeschwerden kommen ja daher, weil ich mir viele Sorgen mache, weil ich Angst habe, weil ich angespannt bin, schlägt sich's auf den Magen. Und da gibt es auch wirklich ganz viele Teemischungen, die sich wunderbar eignen, wo ich Käsepappel dazugeben kann, wo ich ein bisschen Eisengau dazugeben kann, wo ich Salbei dazugeben kann. Und das Interessante ist ja da auch, ich kann mir da meine ganz individuellen Mischungen machen, damit ich nicht 6 Wochen lang jeden Tag denselben Tee trinke und der mir schon bei den Ohren herauskommt. Und was ich auch ganz fantastisch finde, ist jetzt Heilerde oder auch Zeolit. Zeolit ist so ein ganz fein pulverisiertes Vulkangestein. Da löse ich meinen Suppenlöffel auf, so fast einen halben Liter Wasser, rühre gut um, lasse 10 Minuten stehen. Und diese Heilerde wie das Zeolit auch bindet Schadstoffe, in dem Fall zum Beispiel überschüssige Säure, und schleust sie aus. Ja. Und das ist natürlich etwas, was auch sehr erleichternd auf den Magen wirkt. Wenn die Prüfung näher rückt und man wirklich so weit kommt, dass man auch nicht mehr schlafen kann, was es übrigens auch sehr oft im Spitzensport gibt, man kennt das von Tour de France Radfahrern, die radeln den ganzen Tag wie die Wilden und die radeln natürlich im Bett auch weiter und kommen nicht runter. Ja, das heißt, da muss man irgendwas tun, einfach um das Hirn quasi ein bisschen zu beruhigen und abzuschalten.
Und vor allem auch, das gibt ja dann die zwei Probleme. Das eine ist das Einschlafen und das andere ist das Durchschlafen. Und es gibt da eine ganze Reihe von Mitteln, die man machen kann, angefangen auch wieder von, was ich sehr gut finde, gerade beim Lernen zum Beispiel, von beruhigenden Tees, weil das auch wieder so ein Art Ritual ist, wo man in Orangenblüte zum Beispiel hineingibt. Das ist einfach wirklich, schmeckt herrlich, finde ich, und beruhigt wirklich. Das andere ist, das kennt jeder, ist der Baldrian. Das würde ich als Tee weniger empfehlen, weil es einfach wirklich grauslich schmeckt. Beim Baldrian wieder muss man wissen, dass man das relativ zum Schlafen oder schlaffördernde, um eine schlaffördernde Wirkung zu erzielen, relativ hoch dosieren muss. Das heißt, man braucht eigentlich 800 bis 900 Milligramm, was bei den herkömmlichen Tabletten zum Beispiel, die es am Markt gibt, meistens drei Stück sind. Also das, wenn man nur ein Stück nimmt, ist es beruhigend, nämlich mehr ist es schlaffördernd. Und das geht bis dahin, was jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr populär wird, mehr und mehr, ist Extrakte aus dem Cannabis. Und da gibt es zum Beispiel die Cannabidiole, das ist kurz CBD, das sind ölige Tropfen ohne jeden THC-Gehalt, ohne psychotrope Wirkung, die sehr, sehr stark beruhigend wirken. Werden in vielerlei Hinsicht eingesetzt heutzutage schon, hat sich sehr etabliert, unter anderem auch zum Beispiel, um zu beruhigen und um die Schlafqualität zu fördern. Das ist dann zum Beispiel auch wieder beim Durchschlafen. Weil es ist oft so, dass ich dann so hundemüde bin, ja, dass ich dann zwar einschlafen kann, aber nach 3-4 Stunden wieder aufwache, weil halt der Geist rotiert. Und da empfiehlt sich das CBD zum Beispiel sehr.